Grüß Gott, meine Damen und Herren. In unserer dritten Vorlesung zum Thema Programmieren für Ingenieure 2 befassen wir uns mit weitergehenden Features der WinAPI-Programmierung. Und zwar geht es jetzt zunächst mal um die Erstellung sogenannter Dialoge. Ich werde dazu erstmal das eigentliche Programm hervorholen. Projekt Close. Wir machen mal ein neues Projekt auf, kennen Sie bereits, nennen wir es spaßhalber mal H2. Unser Working Directory ist hier auf diesem Computer, wie Sie wissen, CT2 2019 mit dem Unterverzeichnis Windows. Und wenn Sie hier reinklicken, kriegen Sie immer noch ein Unterverzeichnis LCC. Ich will das nicht, weg damit. Das Ganze ist eine Windows Application, Create, ja, nein. Und jetzt könnten wir mal Files dazugeben. Mal gucken, müsste er sogar so machen, jawohl. Okay, die beiden Hammer. Okay. Prozessor Defines brauchen wir nicht. Include-Pfad, ganz wichtig, nicht vergessen, darüber stolpert der geneigte Anfänger immer wieder. Okay, Sie sehen, jetzt haben wir auch unser eigenes Verzeichnis eingebunden. Save. Den ganzen Rest können wir so stehen lassen, braucht nichts gemacht zu werden. Weiter. Passt, alles so lassen, weiter, weiter, okay, das war's, Compiler, Rebuild. Hat er gemacht, passt, wir können das Ganze mal starten. Ich nehme das Ganze hier mal weg, damit man vielleicht ein bisschen besser schauen kann. Das Programm hat eigentlich keine Besonderheiten, Menü, und zwar Dialog, das ist was Neues. Ich sagte Ihnen bereits, diese schönen, und Sie werden sie immer mehr zu schätzen wissen, Funktionen von reinem C, Scanf und Print Formatted, gibt es hier nicht mehr. Das heißt, wenn Sie jetzt Daten in Ihr Programm geben wollen, dann gibt es relativ wenige Möglichkeiten. Wo Sie vollkommen frei sind, wenn Sie das über Dateien machen. Das geht immer, das geht genauso wie bei uns gewöhnlich im C, kein Unterschied. Wenn Sie aber jetzt interaktiv Daten eingeben wollen, dann ist eine der wenigen Möglichkeiten ein sogenannter Dialog. Was Sie hier sehen, ist eine Dialogbox. Hier werden jetzt zum Beispiel drei Werte abgefragt, die man eingeben kann. Und dann kann man sie entweder quittieren oder auch überspringen, dass sie gar nicht erst angenommen werden. Ich mache das jetzt mal spaßhalber und tue hier oben gleich mal, sagen wir mal, eine 5 reinschreiben. 5. Merken Sie sich mal die Zahlen, 5, 2, 3, in Ordnung. Wenn wir jetzt sagen, berechne, 5 mal 2 mal 3 gibt ungefähr 30, das ist korrekt. Jetzt haben wir hier genau die beiden Ein-Ausgabemöglichkeiten, wie sie eigentlich typisch für solche Fensterprogramme sind. Daten mit einem Dialog einlesen, ausgeben, zum Beispiel in der Messagebox. Wobei Sie sehen werden, es gibt auch noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Jetzt ist die Frage, wie setzt man so einen Dialog in Marsch? Dazu werfen wir am besten mal einen Blick in die Dateien. Warten Sie, ich nehme das hier auch bewusst nochmal weg und lasse das mal hier stehen, damit wir beides mal gleichzeitig sehen können. Ja, vielleicht ist es besser, ich vertausche die mal. Okay, jetzt könnte es besser gehen. Also, hier ist zunächst mal unsere C-Quelle.
Das kennen Sie bereits alles, alte Hüte, unsere eigene Header-Datei muss rein, die Windows-Programm muss rein, in dem Fall noch die Standard-IO, und zwar für die Funktion, ich schreibe das immer gerne hinten dran, für was es gut sein soll, sprintf und die String.dav für String-Copy. Dann haben wir hier unsere Deklaration von Windows-Functions, nämlich der eigentliche Callback, W2-Windows-Procedure, also der Haupt-Callback fürs Hauptprogramm. Und jetzt gibt es aber einen zweiten Callback, wie Sie sehen, und zwar für diese Dialogbox. Dafür gibt es auch einen Callback, damit man darauf reagieren kann. Das machen wir jetzt. Wir haben ein paar externe Variablen. Egal, was immer Sie von Informatikern hören, Gutmenschen, wie immer Sie sie nennen wollen, dass man nicht mit externen, mit globalen Variablen arbeiten soll, gerade bei solchen Fensterprogrammen, hat es viele Vorteile, weil der Datenaustausch dann deutlich einfacher wird. Natürlich muss man bei so Sachen ein bisschen mitdenken, aber ich finde, das schadet nie, ein bisschen mitzudenken. Meistens HWND, hundsgewöhnliche Doppelzahlen, und zwar FACX, FACY, FACZ, das heißt, das sind unsere Startwerte hier. Sie haben ja gesehen, wie wir das erste Mal den Dialog aufgerufen haben, sind wir gleich mit diesen Werten gestartet. Dann für die Größe vom Fenster hier 500 Pixels rüber, 300 Pixels hoch. Jetzt kommt unser Hauptprogramm. Und die gute Nachricht, das Hauptprogramm sieht genauso aus wie bisher. Das ist absolut überhaupt kein Unterschied. Und ist das, was ich Ihnen schon mehrfach gesagt hatte, sowas, wenn Sie das einmal haben, und Sie haben es ja hier, mit meinen Dateien, da nimmt man das her und ändert nur die paar Werte, die man haben will. Und was sind das? Naja, Sie haben es gesehen, Icon, Größe des Fensters, Hintergrundfarbe und dergleichen mehr. Wo Sie ein bisschen mehr machen müssen, ist bei der eigentlichen Dialog-Procedure, bei dem Callback. Aber auch hier können Sie erstmal den Grundaufbau vollkommen lassen, weil das geht immer los mit Switch Message. Dann schauen wir mal, was wir da hätten. Sehr beliebt ist natürlich jetzt mal zu starten mit WM Command. Das bietet sich an, klar. Und in dem Moment, wo IDM Dialog angesprungen wird, Sie ahnen es schon, das ist hier drin, wenn ich jetzt auf Datei gehe, Dialog aufrufen, dann wird genau das gemacht. Und es passiert das hier, nämlich, wenn dieser Button, Sie wissen, das ist ein Button-Menüpunkt, wenn der gedrückt wird, dann wird dieser WinAPI-Befehl aufgerufen, Dialogbox. Und was wird hier übergeben? Der Handle aufs Programm. W2 ist eine Kennung, HWND ist das Parent Window, nämlich das hier. Und das hier ist die Window Procedure, und zwar jetzt für diesen Dialog. Der braucht ja eine eigene, damit er hier reagieren kann auf diese Buttons und auch auf diese Felder. Mit den Feldern, das kriegen wir gleich. Wenn man dann hier jetzt drauf geht, lassen wir, und Sie sehen übrigens, ich habe das Ganze so programmiert, dass er sich immer die alten Werte merkt. Also nicht die Startwerte, sondern die letztverwendeten Werte. Jetzt überspringe ich das mal. Wenn ich sage Compute, habe ich den zweiten Button gedrückt, nämlich IDM Compute. Und es ist sehr vernünftig, wenn Sie hier Zahlenwerte reinschreiben wollen, nutzen Sie die Funktion sprintf, String Print Formatted. Die ist absolut prädestiniert für so Späße. Wird im Falle eigentlich verwendet wie die Funktion Print Formatted, nur dass Sie jetzt nicht praktisch auf den Bildschirm sozusagen drucken, sondern in den String rein, deswegen sprint Formatted. Und der String ist in unserem Fall CMS hier für Message. Das, was wir reinschreiben, %LF, Long Float. Und hier haben wir, tun wir direkt sozusagen im sprintf das Produkt darauf ausrechnen. Ob man das separat macht oder da drin, ist in Ihr Wert das Belieben gestellt. Was haben wir noch? Info. Das kennen Sie bereits, das ist nun nichts mehr Neues für Sie. Sie ahnen das ist wahrscheinlich das IDM, wer ist's? Dieses Ding hier.
Sie wissen auch, wie das geht. Wir haben nur noch einen Button, deswegen MBOK, wird verknüpft mit MB Icon Information. Das ist dieses Bild. Das ist der Text dazu, Ende der Durchsage. Und dann natürlich sollte ein ordentliches Programm auch einen gescheiten Ausstieg haben, Exit. Und dann rennen wir hier drauf, wieder am Ende, Postbit Message. Passt. Dann fragen wir ab noch, wem Destroy und Default. Sie wissen, das ist der große Mülleimer, der muss in jedem Falle da sein. Das hatte ich Ihnen ja live gesehen, sonst friert Ihnen das alles ein. Jetzt kommt das eigentlich Spannende. Jetzt kommt eine zweite Sache, nämlich die Dialog Procedure. Nochmal zu Ihrer Erinnerung. Wenn wir diesen Button hier betätigt haben, dann wird der Dialog losgemacht, hier, und zwar einfach mit dem Befehl Dialogbox. Und das ist sozusagen der Callback, W2 Dialog. Und was passiert in der? Das ist vom Aufbau ganz ähnlich, logischerweise, wie so ein Hauptcallback. Das ist ja auch klar, das ist von der Sache auch dasselbe. Callback, das, der Name ist frei wählbar. Wissen Sie, das ist klar. Fenster, H-Dialog, die Message, W-Param, L-Param. Sie wissen, um sozusagen Messages näher zu spezifizieren, was mit denen los ist. Jetzt übernehmen wir diese Werte FAQ-X, FAQ-Y, FAQ-Z und zwar extern, Double. Hier müsste das Wort extern nicht davor stehen, das wissen Sie, weil es alles in derselben Quelle steht. Aber es schadet ja auch nicht. Dann legen wir uns drei Charaktervektoren an, CFAQ-X, CFAQ-Y, CFAQ-Z. Ich mache es für meinen Teil immer so. Sie können das anders machen, dass bei mir alle Variablen, die mit I, J, K, L, M, N beginnen, nämlich die klassischen Zähler aus der Mathematik, die sind bei mir immer Integerzahlen. Das ist in Fortran auch so, das wissen Sie vielleicht. In Fortran müssen Sie Variablen nicht spezifizieren. Wenn Sie da reinschreiben, i ist gleich, nimmt der Fortran-Compiler automatisch an, dass das eine Integer-Variable ist. Da ich früher sehr viel Fortran programmiert habe, habe ich das übernommen und es ist auch nie schlecht, wenn Sie in der Variable den Typ ansehen. Dann als nächstes, alles was eben nicht mit i, j, k, l, m, n beginnt, ist automatisch real oder double. Also Gleitkommazahlen mit einer Ausnahme, alles was mit c beginnt, sind Characters. In C-Sharp von mir aus Strings, hier eben Charaktervektoren. Wir legen uns drei Stück an und Sie sehen schon, die sind ganz ähnlich benannt wie hier, damit Sie mit denen ein bisschen gedanklich korrespondieren. Was ist der erste Schritt? Wir bauen den Dialog auf. Der wird jetzt aufgebaut. Und zwar, wir holen uns erstmal FAQ-X, FAQ-Y, FAQ-Z, also diese Zahlenwerte, diese Double-Werte, und wandeln sie mit sprintf in Strings um. Und belegen hier praktisch diese drei Strings, die wir hier haben. Natürlich müssen Sie die groß genug machen. Lieber ein bisschen zu groß wie zu klein. Bei heutigen Computern muss man da nicht mehr mit den Bytes sparen, wie ich das noch musste, sozusagen in der Anfangszeit. Und dann geht es genauso los, wie Sie das schon kennen. Switch, Message, Case. Und jetzt gibt es immer so eine Startsache, nämlich WM Init Dialog. Das gibt es natürlich nur hier bei so Dialogen. Und zwar, was wird hier gemacht? Dazu gibt es extra einen Befehl Set Dialog Item Text. Nämlich, wir haben hier drei Felder. Das sind sogenannte Edit-Boxen, wie man die so schön gerne nennt. Und die haben Kennungen. Nämlich die hier, die habe ich die Kennung IDD FAQ-X gegeben. Die hat die Kennung IDD FAQ-Y. Und die Kennung hier IDD FAQ-Z. Wo diese Kennung jetzt herkommt, das kriegen wir gleich. Langsam. Jetzt nehme ich hier die Strings, die ich hier erzeugt habe aus den Zahlen und schreibe sie hier rein. Schauen Sie, damit kommen sozusagen immer die letzten Zahlen hier rein und zu Beginn natürlich auch die Startwerte. Denn, Sie wissen, wenn unser Programm losläuft, da
dann rennt er natürlich erstmal los mit den Werten hier, 1, 2 und 3. Und hinterher schreibt er mal die Werte rein, die das letzte Mal benutzt wurden. Dann kommt, wie Sie sich denken können, WM Command. Und da gibt es jetzt zwei Fälle zu unterscheiden. Sie wissen, WM Command heißt ja nur, es wurde sozusagen ein Button gedrückt oder ein Menüpunkt. Das wissen Sie schon. Das ist dasselbe wie in einem Hauptfenster, überhaupt kein Unterschied. Ist auch genau dieselbe Funktionsweise wie im Command. Und Sie wissen, dann macht man nochmal einen Switch hinterher, Lowert, das ist ein Makro, W-Param, nämlich um jetzt auszufiltern, welcher Button war es denn. Denn WM Command sagt ja nur, es wurde ein Button gedrückt, aber wir wissen noch nicht welcher. Filtern wir hiermit aus und dem Button, hier habe ich die Kennung gegeben, wo wir das machen, sehen wir gleich. IDD in Ordnung. Wenn einer diesen drückt hier, passiert Folgendes. Jetzt werden diese drei Felder ausgelesen. Hier ist etwas ganz Grundlegendes, meine Damen und Herren. Und zwar, normalerweise können Sie in einem Programm eigentlich nur, das ist in Perl so, das ist in C-Sharp so, das ist in sehr vielen Programmiersprachen, Sie können von der Tastatur eigentlich nur Strings einlesen. Und auf dem Bildschirm schreiben können Sie eigentlich auch nur Strings. Das heißt, und das ist hier in Wahrheit natürlich ganz genauso. Sie müssen jetzt erstmal hergehen und müssen diese Strings, die hier drin stehen, das ist in Wahrheit ja ein String, eine Zeichenkette, die müssen Sie erstmal rausholen mit getDialogItemText aus diesem TextEntryField rausholen, diesen String. HDialog ist das ganze Ding, hier rausholen, das ist dieses Feld. Und zwar maximal 30 Zeichen heißt das. Dann holen wir den String aus dem Feld mit dem Ding, den hier. Und jetzt müssen Sie natürlich logischerweise diese Strings wieder in Doppelzahlen umwandeln. Das machen Sie im nächsten Schritt. CFACX, den String, den Sie jetzt hier geholt haben, mit der Standard-C-Funktion A to F, ASCII to Float, wandelt auch in Double um. Und weisen das FACX zu, FACY, FACZ. Jetzt haben Sie aus den Strings, die hier in Wahrheit drin standen, wieder Doppelzahlen gemacht. Wenn Sie jetzt sagen, das ist umständlich, da gebe ich Ihnen recht, das ist halt so. Das werden Sie später sehen, das ist beim GTK Plus genauso. Das ist eigentlich fast in allen Programmiersprachen und Widget-Sets, außer in ganz normalem C auf der Konsole. Da können Sie wirklich mit Printf und Scanf arbeiten und Zahlen direkt sozusagen reinzerren, rauswerfen. Anschließend quittieren wir den ganzen Dialog. Wenn Sie sagen, Ordnung, dann sagen Sie so, weg damit. Das wird einfach mit der Funktion gemacht, enddialog. Fertig. Das war's. Und wenn man den hier drückt, weg damit. IDD übergehen. Einfach nur enddialog. Jetzt werden die Felder eben nicht ausgelesen, sondern der Dialog wird nur beendet ohne Auslesen der Felder. Das ist das Grundprinzip, wie man mit so Dialogen arbeitet. Und zwar auch, wie Sie sehen werden, dann später bei GTK Plus, weil das einfach ein Grundprinzip ist, wie sowas gemacht wird. Vielmehr gibt es hier nichts zu berichten. Dann wäre der nächste Schritt, wir schauen uns mal die Header-Datei an. Die ist auch in Wahrheit nicht groß. Das kennen Sie hier, Icon. Dann hier haben wir von hier drin die Hauptkennung von dem Fenster. Warten Sie, ich mache es nochmal, damit Sie auch schön gucken können. So, Sie ahnen es schon, für das hier haben wir IDM Dialog. Diese Kennung, die habe ich alle vom großen Charles Petzold übernommen. IDM sozusagen für Menüpunkt, Dialog, IDM Compute, IDM Ende, IDM Wer ist, ist der hier. Und den, wissen Sie, können Sie beliebige Zahlen zuordnen. Das ist vielleicht nicht dumm, wenn die einem gewissen Muster folgen und wenn Sie immer auch ein bisschen Abstand haben. Damit, wenn Sie das Programm später verfeinern und Sie hier zum Beispiel den Menüpunkt einschieben, dass Sie den direkt hier reingeben können, zum Beispiel mit irgendwas und dann der Kennung 105. Das muss man so nicht machen, Sie können das natürlich auch hier anhängen.
Aber damit man sozusagen das immer ein bisschen zuordnen kann, ist das vielleicht auch nicht schlecht, ein bisschen in der Reihenfolge, wobei das hier nicht genau stimmt, denn Sie sehen, Ida am Ende kommt eigentlich in Wahrheit nach IDM, wer ist, so what. Das habe ich bewusst gemacht, dass Sie sehen, diese Reihenfolge muss nicht der entsprechen, die ist vollkommen beliebig. Weiter geht's. Jetzt haben wir natürlich unseren Dialog. Und Sie ahnen schon, IDD, nämlich für ID Dialog, Fakt X ist dieses Feld. Das hier ist dieses Feld, das ist dieses Feld. Und das ist die Kennung für den Button ID in Ordnung, das hier. Und ID übergehen ist der hier. Jetzt kommt das ein Spannende der Geschichte. Wo wird das ganze Aussehen von diesem Dialog verpackt? Das wird in der Ressource-Datei gemacht. Da kann man sich sehr lange drüber streiten. Das wird bei moderneren Widget-Sets, wie zum Beispiel GTK Plus, überhaupt nicht mehr gemacht. Das wird direkt im C-Quelltext gemacht, was ich persönlich für viel gescheiter finde, weil das hier immer so ein Durcheinander ist, mal C-Quelltext, dann wieder Ressource-Datei. Aber beachten Sie, zur Ehrenrettung von Microsoft muss man sagen, das wurde angelegt Anfang der 80er Jahre, gedanklich. Gilt bis heute. Eigentlich unglaublich. Aber von daher sind halt etliche Dinge drin, die man heute so nicht mehr machen würde. Das ganz normale Menü, was wir hier haben, warten Sie, ich hole es nochmal, für alle Fälle. So viel Zeit muss sein. Hier das ganz normale Menü. Wird hier abgebildet, das kennen Sie schon, das ist der Name, W2, Menü, Pop-up, Datei. Und jetzt kommen Menu-Items, Dialog aufrufen, Compute, Info, Exit. Dann eben hier die Kennungen, die dann sozusagen beim WM-Command verarbeitet werden. Das mit dem Ampersand kennen Sie auch, das sind die Sprungbuchstaben. Wenn Sie zum Beispiel eben hergehen und würden das sozusagen mit Tastatur steuern, das Ganze, schauen Sie. Jetzt sind die Sprungbuchstaben, ich habe jetzt nur auf die Tastatur gedrückt, die sind jetzt unterlegt und wenn Sie jetzt eben C drücken würden, kleines oder großes, ist übrigens egal, dann würde der berechnen, wir machen das mal, ich drücke mal ein kleines C, geht leider. Also da wird keine Groß-Kleinschreibung unterschieden. Jetzt kommt das Spannende, wie ist dieser Dialog aufgebaut? Aha, das ist schon ein bisschen mehr. Dieses ganze Ding wird jetzt hier dargestellt in der Ressource-Datei und zwar beginnt hier W2, Dialog, Discardable. Das ist, Sie ahnen schon, der Aufpunkt. Und zwar jetzt bezogen auf das Hauptfenster, 50, 50. Breite und Höhe, dann der Stil, der hier verwendet werden soll. Sie ahnen schon, das ist immer eine Kennung für Dialog-Style. Wird verknüpft mit Minimize-Box. Maximize Box, Caption. Caption ist das hier oben, das ist praktisch die Überschrift. Die schreiben Sie hier rein. Dann können Sie auch wählen den Font, der verwendet wird, in dem Falle Font 10 Areal. Das ist alles nur vorgeplänkelt. Das Spannende ist das zwischen Beginn und End. Nämlich L-Text, das ist in Wahrheit das hier. L-Text ist sozusagen ein statischer Text, der also keinerlei Callbacks oder irgendwas aufruft, sondern der einfach nur dasteht. L-Text, das ist die Kennung dafür, FAQX, das ist dieses Ding hier. 1, 23, 20, 10 ist, Sie ahnen es schon, 11 und 23. Das ist hier der Aufpunkt mal wieder, und zwar jetzt in Bezug auf die Dialogbox natürlich, nicht aufs Hauptfenster. Breite, Höhe. Was ist die minus 1? Das ist ganz einfach. Hier steht nochmal die Kennung drin für den Callback. Aber da es hier kein Callback gibt, weil einfach nur einen simplen Text anklicken, bringt nichts. Und dann kommt hier einfach eine minus 1 rein. Der Text, Sie sehen es genauso aufgebaut. Jetzt brauchen wir diese Felder. Das sind sogenannte Text-Edit-Felder, Text-Entry-Felder, je nach Widget-Set heißt es ein bisschen anders, macht aber immer dasselbe.
nenne ich einen Text darstellen und einen Text, ja, den man jetzt zum Beispiel reingeben kann und auslesen kann. Hier ist die Kennung, IDD-FACTX heißt dieses Ding. Und das ist sozusagen auch für den Callback die Kennung, auf Punkt, Breite, Höhe. Autoscroll, was heißt das? Sie erinnern sich dunkel, wir haben vorhin gesagt, ihr könnt hier maximal 30 Zeichen eingeben. In Wahrheit sind hier jetzt gar nicht 30 drin, oder das müssen Sie nicht machen. Denn Sie können jetzt auch hergehen und sagen, Sie schreiben einfach weiter. Schauen Sie, jetzt rollt das nämlich durch und das ist gemeint mit horizontal scroll. Das heißt, der rollt jetzt durch, Sie können eigentlich jetzt bis 30 Zeichen eingeben. Diese aber hier, weil das Feld, weil wir das in seiner Länge begrenzt haben, die hier einfach nicht mehr rüberkommen. Ja, und genauso geht es natürlich jetzt noch bei den anderen Teilen, bei den anderen zwei hier. Dann haben wir den und die Beine. Und beachten Sie, fangen wir es mal mit dem an. Weg damit. Das ist ein Push-Button. Diesen Ausdruck kennen Sie schon. Der wird auch in anderen Widgets verwendet. Das ist ein Push-Button, ein Druckknopf. Das ist die Caption, die draufsteht. Weg damit. Das ist sozusagen der Callback, der Sprungpunkt, ID übergehen, auf Punkt, Breite, Höhe, fertig. Sie sehen, der hier ist eingerahmt. Sie brauchen den jetzt nicht zu klicken. Sie können auch einfach nur die Return-Taste drücken, weil der sozusagen schon hinterlegt ist. Und das machen Sie mit Default-Push-Button. Also standardmäßig ist der sozusagen schon in Wartestellung, wenn Sie so wollen. Jetzt braucht man einfach nur Return drücken. Sie müssen dann nicht mehr mit der Maus da groß rumfummeln. Wie komme ich jetzt zu diesen ganzen Abmessungen hier? Wo ist hier was, welcher Abstand und dergleichen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme das mal weg, damit wir hier einfach mal ein bisschen Platz kriegen. Jetzt rufe ich mal ein Programm auf, und zwar von diesem Whatcom-Compiler, den Sie gerne für sowas nehmen können, weil der ist ja kostenlos. Das Visual Studio kann das auch, nur Visual Studio machen wir erst ganz zum Schluss dieser Vorlesungsreihe. Das ist an sich, man muss mal sagen, ein wirklich richtig gutes Microsoft-Programm. Aber es ist auch sehr kompliziert der Bedienung. Ich bin immer Fan davon, gerade nach Vorlesung erstmal ein bisschen einfache Tools zu nehmen, damit man sich auf die eigentliche Arbeit konzentriert und nicht nur mit so einem blöden Tool hier kämpfen muss. Und das müssten Sie als Anfänger beim Visual Studio. Wenn Sie diesen schicken Open Whatcom Compiler, der ja im E-Learning steht oder den Sie auch beliebig im Internet finden, installieren, dann finden Sie hier einen unter anderem die IDE, das ist der eigentliche Compiler-Aufruf mit allem drum und dran. Es gibt hier einen Dialog-Editor. Lassen wir uns den mal kommen. Aha. Und Sie ahnen schon, wie das Ganze wohl geht. Sie haben hier von Haus aus schon so ein Fensterchen, was Sie natürlich jetzt beliebig größer, kleiner ziehen kann. Logisch. Hier oben, schauen Sie, steht das nämlich auch drin. So, können Sie auch größer ziehen, kleiner ziehen, wie immer Sie wollen. Caption, Dialog, hier könnten Sie jetzt reinschreiben, was immer Sie wollen, wie wäre es zum Beispiel mit Hugo. Müsste man natürlich dann noch sagen, Set, okay, passt. Und der Dialog hat hier einen Namen, standardmäßig kriegt der einfach verpasst Dialog _1. Man können Sie natürlich auch anders benennen und dergleichen mehr machen. Und jetzt könnten Sie zum Beispiel mal sagen, wir könnten mal einen Push-Button generieren. Schauen Sie, jetzt haben wir einen Push-Button. Die Caption ist Push. Die sollte man natürlich vielleicht mal ersetzen durch und so was Geistreiches. Lernen wir jetzt sehen, ja, auch noch falsch geschrieben, obendrein, das kann ja heiter werden. So. Und Sie sehen, jetzt hat er auch eine Kennung hier.
Der hat automatisch die Kennung 100 bekommen. Sie können dem natürlich auch eine andere geben. Und so können Sie weiter fummeln. Jetzt können Sie hier auch die verschiedenen anderen Sachen einsetzen, so Text-Entry-Fields, Groupboxen und. Und können sich daraus das Ganze optisch zusammenbasteln. Und dann können Sie irgendwann sagen, gib mir das ganze Ding aus. Dann gibt er Ihnen eine Ressource-Datei aus und gibt Ihnen eine Header-Datei aus. Jetzt müssen Sie das Ganze nur noch entsprechend vermanschen mit Ihrer eigenen Ressource-Datei, Ihrer eigenen Header-Datei. Man muss das jetzt einmischen und dabei ein bisschen mitdenken. Dann würden Sie noch hergehen und würden Feintuning machen. Denn Sie wissen vielleicht, ich nehme das jetzt mal weg, nein, braucht man nicht. Sie müssen immer ein bisschen Feintuning machen. Sie wissen, wenn Sie mit so Tools arbeiten, dann kriegen Sie manchmal nie genau dieselbe Höhe hin wie hier, schon vom Augenmaß. Das ist ja alles ein bisschen klein. Das ist nicht weiter schlimm. Sie tun dann einfach in dieser Ressource-Datei, die der Kamerad da erzeugt hat, tun Sie jetzt eben von Hand hier noch anpassen. Zum Beispiel hier schauen Sie Edit Text. Moment, wir holen es nochmal. Hier ist ja die Höhe. Schauen Sie, 12. Wenn jetzt zufällig dieser Generator hier, dieser Dialog-Editor, Ihnen jetzt beim einen eine 10 hingeschrieben hat oder eine 13, weil es eben nicht genau von der Optik passt, niemand kann Sie hindern, das ist eine einfache Datei, hier drin den Wert zu korrigieren hinterher. So habe ich das auch immer gemacht. Praktisch erstmal mit so einem Tool so eine Art Grob-Entwurf gemacht, dann die Header-Datei, die dieser Dialog-Editor erzeugt hat, und die Ressource-Datei in die eigentlichen eingemischt. Natürlich gucken, dass es keine Überschneidungen gibt, gerade bei der Header-Datei, dass Sie da 2x100 drin haben und so Späße. Und dann machen Sie noch ein bisschen Feintuning mit der Optik. Und das können Sie hier drin eigentlich viel besser wie in so einem Tool machen. So ist das eigentlich ein ganz guter Weg, um mit sowas zu arbeiten. Ich fasse mal zusammen. Das ist eigentlich die einzige Chance, um, ja, jetzt sagen wir mal, eine Handvoll Werte einzugeben. Natürlich können Sie so Dialogboxen viel größer machen, dass hier drin eben auch Radio-Buttons sind, Checkboxen, können Sie alles machen, was Sie auch im Hauptfenster machen können. Inwieweit das sinnvoll ist, ist in Ihr Wert des Belieben gestellt. Aber Sie sehen, es funktioniert alles in bester Ordnung. Bitte nochmals merken. Was hier drin steht, sind immer Strings, Zeichenketten, Charaktervektoren. Das sind niemals Zahlen. Sie als Mensch sehen, dass das die Gleitkommazahl 2 ist, 2.0. Dem Computer ist das piep egal. Der sieht das ASCII-Zeichen 2, den ASCII-Punkt, ASCII-0, Sie wissen das ASCII-48, das ist ASCII-50, klar. Und das sieht er. Und deswegen müssen Sie jetzt hier, wenn Sie wirkliche Zahlen haben, die Sie ja reinschreiben wollen, die erstmal in Strings wandeln, dann können Sie reinschreiben. Und wenn Sie auslösen wollen, lesen Sie erstmal einen String aus und müssen den mit einer geeigneten Funktion, R2F zum Beispiel, wandeln in wieder eine Zahl, mit der Sie rechnen können. Das ist ein Grundprinzip. Hatte ich Ihnen im Winter auch schon bereits erzählt. Ist Standard zum Beispiel in Perl oder C-Sharp, da geht das nur so. Sie können gar nicht anders operieren damit. Okay, dann können wir uns mal einem neuen Thema zuwenden.